Herzlich willkommen bei einem Let's Play von Pythanos und Real Liberty. Hadi. Ja, toll, bei mir auch. So, wir machen ein Call of Duty Black Ops 2 Let's Play, wenn man es nicht erkennt. Und ja, wir werden halt öfters mal zusammenspielen. Allerdings wird man wohl mehr aus den einzelnen Perspektiven sehen. Beide Kanäle sind unten verlinkt. Und ja, dann würden wir mal jetzt starten. Wir wissen noch nicht, ob wir das regelmäßig machen oder nicht. Also von daher nicht rumnölen, wenn die Folgen mal nicht regelmäßig kommen. Naja, okay. Ja. Okay. Bei mir ist es ja nicht die erste Folge, sondern schon die vierte. Oder die, ja doch, die vierte. Und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber naja. Bei ihm ja. Ist es die erste. So. Gut. So. Okay, dann starte ich mal. Was wollen wir denn spielen? Kurz, ich will noch eine Klasse ändern, das habe ich jetzt. Sturmgewehr. Ach ja, Fall. Während du noch änderst, kann ich ja noch mal kurz was zu meinen Klassen sagen. Ich habe jetzt, da zeige ich das auch mal kurz, ich habe jetzt hier, falls ihr euch wundert wegen den Klassen, ich habe jetzt nur Waffen drin, die ich halt leveln möchte, weil ich mich momentan halt in so einem, ja, Waffenlevel-Phase befinde. Und ich versuche halt die meisten so auf Maximum zu bringen, allerdings nicht alle. Nochmal kurz was zu meinen Fähigkeiten. Man kann auch vielleicht sehen, was ich hier. Warte, ich zeig mal kurz, welche Waffen ich halt schon. Mit denen ich ganz gut bin. Warte. Hier, so. Also die MP7 habe ich schon auf Prestige-Niveau, also Maximum. Die PDW reicht mir auf dem Level, die Vector eigentlich auch, obwohl ich vielleicht beide noch ein bisschen weiter leveln werde. Die MSC ist eigentlich, ja, ist mein Favorit. Damit werde ich wahrscheinlich später am meisten spielen, wenn ich erstmal hochgelevelt habe. Die Shikom bin ich gerade halt am Leveln, die Scorpion. Ifo ist auch ganz schön. Ich habe jetzt nicht das zusätzliche Kartenpack. Vielleicht hole ich mir das. Ich weiß es nicht. So, Sturmgewehre. Ja, da habe ich im Prinzip keine Favoriten. Die M27 ist ganz gut. Die Ska, naja. Die M8A1 finde ich ganz gut. Damit die level ich gerade ein bisschen. Die SMR, da fand ich, weil die so einen hohen Schaden hatte, habe ich dort halt Feuermodus draufgepackt und werde jetzt auch damit ein bisschen zocken. Ja, macht eigentlich ganz schön Schaden, ja. Ja, und ich habe eigentlich nur Standardklassen. Das Einzige, was bei mir komisch ist, sage ich jetzt mal, ich habe die Dreischusswaffe SWAT 556, auch mit dem Feuermodus. Also, die geht auch manchmal gut ab. Die Remington habe ich bereits auch auf Maximum und mit der werde ich, das ist mein Lieblingsschrot, wird wahrscheinlich vielen ähnlich gehen, weil. Ja, obwohl die S12 ist auch ganz gut, um halt mal schnell die Leute abzuschießen. Mit der DSR 50 kann ich leider nicht so viel anfangen, auch wenn es vielleicht bei vielen die Lieblingssniper ist. Ich bin halt nicht so der Quickscoper und auch nicht der gerade mal eben so schnell trifft. Das ist mein erstes Call of Duty und ich spiele entweder mit der XPR 50 oder mit der SFU AS. Die ist bei mir auch schon auf Maximum. Momentan level ich halt die XPR. So, leichte MGs spiele ich im Prinzip gar nicht mit, aber da finde ich die QBB ganz gut, weil die mit den extra Vollmantelgeschosse nochmal einen schönen fetten Schaden hat. Ja, Präzision kann man ja durch Vordergriff erhöhen, habe ich auch schon dafür freigeschaltet. So, ja, mit der AN, daran werde ich mich später wagen. Die werde ich dann auch noch leveln. Jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, oh, nimm doch die AN, die ist wesentlich besser und so. Aber lasst mich mal machen. Es ist mein Spiel, ich spiele, wie ich möchte. So, aber ich kann mich später vielleicht auf eure Wünsche einlassen. Und was ich noch sagen will, wir sind in dem Spiel nicht die Besten, nicht immer so keine gut. Pros. Wie man sieht, warte, ich guck mal kurz bei Pythanos, der hat eine KD insgesamt von 0,60 und ich bin bei 1,00 gerade. Und ja, das wird dann auch entsprechend so meistens aussehen. Am Ende. Ja. So.
Gibt's noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich meine nicht. Also von. Oh. Was ist das denn hier? Scheiße. Okay. Ja, schon gut. Kannst gerne anfangen. Ah ja, eine Sache noch. Hater sind nicht willkommen, aber das müsste den meisten klar sein. So. Ja. Wenn, dann schaut lieber bei Pros. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber. Elotrix. Ja, das hättest du mit einem Husten gut einbauen können. So. Ich kann gerne husten, aber es klingt bestimmt nicht gesund. Ja, gut, okay. Ja, gesund sind wir momentan auch nicht besonders. Nee, ist gerade auch die Zeit der Krankheiten, von wegen Grippe und generell Erkältung ist ja gerade sehr kalt. Ja, wir beide haben eine leichte oder mal stärkere Erkältung. Aber jetzt los. Okay, welchen Modus spielen wir denn? Deathmatch oder Boden? Nee, was Längeres, irgendwie Abschluss bestätigt oder Herrschaft oder so. Wie wär's denn mit hier, warte, wo war's denn? Ja, genau. Okay, ja, gut, okay, Herrschaft. Das hört sich doch gut an. Ja, genau. Erstmal alle muten. Und Lobby-Bestenliste ganz unten, okay. So gut wie. Na toll, das wird witzig. Ja. So, da war ich kurz husten. Ja, Hab mich schon gewundert. Laden darf ich übrigens doppelt so lange wie er, meistens. Weil ich den besseren PC hab. Aber ja, das wird sich vielleicht noch ändern, weil ich meinen guten zusammengestellt habe. Was spiele ich denn mal? Hoffe ich auch zu bekommen. Zu Weihnachten. Jo. Und wenn das hier rauskommt, müssen wir noch sehen, ob das dann schon im nächsten Jahr sein wird oder halt noch in diesem Jahr 2013. Mal gucken. Ja, ich erstmal total verpeilt. Ja, ich muss mich erst warm spielen. Ja, ich muss mich erstmal warm laden. Also. Mist, ich hab vergessen umzuschalten, so. Ja, sicher. Dann kommen Texturen, haut rein. Dankeschön. So. So. Wo sind die Gegner? Oh, von der Seite kommen die. Mach toll. Ja, die erste Runde werde ich. Sehe ich meistens schlecht aus und danach wird's besser. Ja, ist bei mir auch so. Es wurde immer besser in den letzten Folgen. Immer so ein, zwei Kills mehr. Immer weniger sterben. Weißt du mal so. Wo denn? Mein Gott. Ja, genau. Oh mein Gott, wie ich den nicht gesehen habe. Ja, ich habe den auch nicht gesehen. Der lugt da einfach mal einmal kurz vor der Ecke vor. So, weg ist er. Ja, es ist, dankeschön. Entschuldigung. Ja, schon. Aber Hauptsache er ist weg. Ah! Oh, MSMC liegt hier. Nehm ich mit. Mach ich. So. Rotten läuft einmal. Oh, von hinten. Scheiße. Da hatte ich einen Hochler. Um Ausreden nicht verlegen, ne? Ja, ist das so. Und da war ich schlecht. Er hat erstmal einen Triple Kill gemacht, warum nicht? Drohne nähert sich. Ich glaube, ich muss doch miteinander so spielen. Ja, okay. Oh, die kommen alle von da hinten. Naja, ich habe den besseren PC, eher die bessere Internetleitung. Ja, 100k for the win. 05 nicht for the win. Ich habe eine 16.000er. Was ist das? Achso, ja, war darauf bezogen. Ah! Ja, sicher. Erstmal schön durchs Glas mit dem Geschütz. Ja, so muss das. Durch die Wand gebankt. Ich bin übrigens nicht so der Typ, der viel mit Beleidigungen um sich wirft. Ja, ich, wenn ich zu oft schlecht bin in einer Runde, passiert das schon oft. Was war das gerade? Das war ein Geschütz. Das ist explodiert. Okay. Meine KD ist meistens so im ersten Spiel sowas so um die 0,5 und danach wird's ja, besser. Ja, genau, das Geschütz haut natürlich nicht weg, obwohl dann ganz viel ändert. Ja, das ist doch ätzend. Oh, da oben ist ein Heli. Stift, du Wurstgesicht.
Ja, haut der Heli ab, das muss so. Ach der Alter, scheiß Camper. Was war das denn bitte? Steht da immer noch das blöde Geschütz? Ja, da steht er wohl noch. Das schießt nämlich gerade das Auto ab, was sonst gleich explodieren würde. Ich hab dich. Oh, die Runde ist so schlecht. Ja, toll. Jetzt, wo ich meine Waffe wechsle, kommt einer. Das ist doch scheiße. Alter, das ist so behindert manchmal. Ne? Ah, leck das, Alter. Ja, genau. Komm jetzt wieder von Alter. Ja, und dann der Heli. Hm? Ja. Ich hab den Kill geklaut, Entschuldigung. Ist meine von der Seite wieder. Ja. Ja. Ey. Ja, was bist du für ein Schwuchtel, Mann? Haben die immer noch den Orbitalsatelliten? Der Heli, ja, sicher. Der 3-11. Warte, ich nehm gleich meinen Raketenwerfer und hau den weg. Ja, rein. Warte. So, wo ist er? Da. So. Was? Durch die Decke, Alter. Nein, ach so, da, okay. So, Heli, wo bist du? Nein, nicht sterben. Ey, Headshot. Ich wollte mich doch verarschen, ey. Alter, jetzt guck ich aufs Scoreboard und. Alter. Ja, das ist doch dämlich. Ja, jetzt haut der Heli ab, das Dankeschön. Egal, jetzt schieße ich jemanden mit einem Raketenwerfer ab. Was für ein hieß wieder Mungo. So, ich hab mich zwar selber gekillt dabei, aber. Die Wut musste kurz raus. Alter, die campen nur, Mann, die können nichts. Was soll das? Ja, das ist doch. Oh nein, ey, nein. Camper One. Warte. Die Runde können wir aber auch nicht so lang machen, weil wir schreiben ja morgen noch eine Arbeit. Ja, genau. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine Runde geht noch und dann erstmal wieder Pause. Machen wir bis um 3 so. Sind ja, okay. Noch 20 Minuten, da schaffen wir noch was. Oh, jetzt sniper ich. Jetzt ist hier Polen offen. Jetzt verkacke ich richtig hart. Yay! Los. Mal durch die Wand. Die Sniper rum. Ja, sicher. Ja, rennt ihr daher. Der Feind hat B eingenommen. Dankeschön. Ey. Erstmal schöne Rakete auf mich drauf. So. Ja. Das Spiel macht keinen Spaß. Ja, das. Wollen wir die Lobby wechseln? Das sind so viele! Ja, das. Ja. Einfach nur hier die hissigen Pros. Scheiß Leben zu tun. Ich geh mal raus. Alter, sag gerade. Ja, ja, komm. Alter, ich komm mit. Ja, join Miren. Ja, okay. Erstmal Rage Quit, ja.